Weiter geht es mit der Emergency 5 Kampagne. Wir sind hier immer noch in Berlin unterwegs und kriegen direkt den ersten Einsatz rein. Und ich merke gerade, dass ich meinen Ton noch falsch eingestellt habe. So, jetzt passt's. Jetzt kann ich richtig loslegen. Jetzt höre ich nämlich auch was. So, wir haben hier einen Einsatz reinbekommen mit einer infizierten Person. Und das heißt, wir müssen da gerade erstmal einen Notarzt hinschicken. Ich muss jetzt erst wieder in diese Steuerung wieder reinkommen. Ich habe gerade zuvor 3-4 Folgen Lüdenscheid-Modifikation aufgenommen. Jetzt muss ich erst wieder in diese Standard-Emergency 5-Steuerung reinkommen. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Wir brauchen auf jeden Fall noch 30.000 Credits für das zweite Dekontaminationsfahrzeug. Aktuell rattern unsere Punkte nach oben. Ich denke mal, wir haben nach dem oder vielleicht nach 1, 2, 3 Einsätzen haben wir vielleicht das nächste Fahrzeug. 27.400 Credits haben wir aktuell. Das heißt, es fehlen nur noch 2.600. Die sollten wir recht schnell in 1-2 Einsätzen zusammenkriegen eigentlich. Ja, kommt auch schon das NEF angefahren. Sehr schön. Kannst auch gerade einfach so da stehen bleiben. Dann einmal die Person behandeln. Und dann, ich lasse die Zeit gerade mal schneller laufen. Wir haben gerade eh nicht viel zu tun. Dafür werden wir wahrscheinlich nicht die 2.600 Punkte zusammenkriegen. Aber wir kriegen auf jeden Fall ein paar Punkte zusammen dadurch. Vielleicht kriegen wir noch irgendeinen kleinen Einsatz rein. Und dann müsste eigentlich der nächste große Einsatz starten. Ich weiß nicht, wie viele jetzt dabei sind in dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Okay. Hier haben wir eine Explosion im Gebäude. Ich habe ja hier 4 TLFs und ein paar DLKs. Die kann ich hier hinschicken. Ich mache das einfach ganz Emergency-typisch, wie ich früher immer Emergency gespielt habe. Selten die Rüstwagen benutzt, meistens die TLFs und am besten 10 Stück davon gekauft und dann noch 10 DLKs. Dann konnte man eigentlich immer jeden Brand total easy löschen, gar kein Thema. So, ich lasse die Zeit gerade ein bisschen schneller laufen, weil eigentlich so wild wird es nicht, denke ich mal. So, da sind noch die ganzen DLKs mal angekommen. Können wir gerade hier auch überall verteilen. Zum Gebäude löschen, die brauchen ja keinen Wasseranschluss, ist ja nicht so wie in der Lüdenscheid-Modifikation. So, die eine Seite ist schon komplett abgelöscht, die andere Seite noch nicht so ganz. Ein Schaltkasten ist defekt. Personen, die sich ihm nähern, könnten einen starken elektrischen Schlag erleiden. Da ist es nicht gesund. So, die Explosion ist schon mal abgehakt, wir haben 30.000 Punkte zusammen. Ich würde sagen, ich kaufe gerade mal das zweite Dekon. Erfolg freigeschaltet, Kaufrausch, jawohl. Kaufrausch ist immer schön. Nee, Polizei brauche ich hier nicht. Die Person läuft da nicht hin, das ist alles soweit gut. Das heißt, wenn wir jetzt den Einsatz abgeschlossen haben, kommt wahrscheinlich der nächste große Einsatz. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, wie viele Einsätze insgesamt hier bei der Kampagne dabei sind. Das weiß ich tatsächlich nicht. Es werden aber wahrscheinlich einige sein, weil wir ja Emergency 5, Emergency 2016, 2017 und so weiter quasi hier zusammenspielen. Und da startet auch schon der nächste große Einsatz. Jimmy, nein! Was fährst du auf dem Feldweg? Das muss doch nicht sein. Und dann noch so schnell. Oh Mann. Das hätte eine Szene aus Autobahn-Polizeisimulator 3 sein können. Tatsächlich. Ein LKW ist in den Reaktor am Wannsee gerast und hat dort eine Explosion. Nur ein Reaktor. Durch die Explosion tritt radioaktive Strahlung aus dem Reaktor aus. In unmittelbarer Nähe des Reaktors besteht Kontamination. Ach, du heilige Mutter Gottes. Teile des Reaktors brennen. Personen wurden kontaminiert und verletzt. Einige Personen befinden sich. So, ich würde sagen, das war's für die Folge. Weil der Ausgang von einer brennenden Gasleitung. Mit dem gesamten Emergency Let's Play. Ach, du Kacke. Ach du Kacke. Hat sich ein radioaktiver Bereich gebildet. Nur Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzügen können sich in diesem Bereich bewegen. Ach du Kacke. Wir sollten unsere restlichen Einsatzkräfte von diesem Bereich fernhalten. Habe ich schon mal ach du Kacke gesagt? Verstanden. Die Forscher am Reaktorgebäude sind radioaktiv kontaminiert und werden immer schwächer. Sofort. Wir müssen die defekte Gasleitung schnell reparieren und den Eingang öffnen. Kein Problem. Unser Ingenieur muss die defekte Gasleitung vor dem Reaktorgebäudeeingang reparieren. Erst dann können wir die im Gebäude eingeschlossenen Personen befreien. Ja, noch mehr Personen. Das finde ich natürlich super. Es ist doch voll für den Arsch. Ach du Kacke. Ist in Arbeit. Ach du Kacke. Ja, aber unser Ingenieur kann da dran, oder wie? Ohne verstrahlt zu werden. Oh Mann, was geht denn hier ab?
Was geht denn hier ab? Der die defekte Gasleitung ausschalten kann. Ja, der Ingenieur ist auf dem Weg. Sich noch eingesperrte Personen. Wir können sie erst befreien, wenn das Gas abgeschaltet ist. Ich hole mal den Bergungshelikopter, weil ich da versuchen will, die Personen, die Verstrahlten, wegzubringen, damit ich nicht so viel rumlaufen muss hier hinten. Boah, das ist natürlich echt bitter. Das ist natürlich echt bitter. Kommen jetzt langsam mal meine Fahrzeuge an. Ich würde es auf jeden Fall sehr begrüßen, wenn die langsam mal da wären. Habe ich jetzt alles hergeschickt? Ich glaube ja, alles was löschen kann, habe ich glaube ich hergeschickt. Nee, wir können noch theoretisch Löschflugzeug, Kommandofahrzeug. Wir können das Löschflugzeug ja losschicken. Da war ja was. Wir hatten ja ein Löschflugzeug. Bin bereit. Komm, Taste R. Wir gehen zum Einsatzort. Jagen hier gerade mal über den Wald oder über den Wald. Jawohl. Komm, wir fangen irgendwo an. Höre. Ich kann tatsächlich Personen aufnehmen mit dem. Das ist gut. Höre. Sofort. Was geht's? Wird gemacht. Bin bereit. So, fangt mal an, das Gebäude zu löschen. Wenn das nicht mehr so ganz dolle süfft. Zu Befehl. Solange das Gebäude brennt, ist der Bereich um den Reaktor herum nicht sicher. Sofort. Ja, wir müssen unbedingt löschen. Unbedingt. Unbedingt. Wir müssen hier das Reaktorgedöns alles ablöschen. So schnell wie möglich. So, ich bin jetzt mal gespannt, ob der Techniker da einen Schlag wegkriegt. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde den lieber erstmal im Fahrzeug lassen, ehrlich gesagt, bis der Brand gelöscht ist. Das wäre mir ganz lieb auf jeden Fall. Das Reaktorgebäude brennt nicht mehr. Es besteht keine Gefahr mehr durch radioaktive Strahlung. Was geht? Das Gelände ist sicher. Alles klar. Es besteht keine Gefahr mehr durch radioaktive Strahlung. Das ging schnell. Zu Befehl, um Personen zu dekontaminieren, die mit radioaktiven Teilchen in Berührung gekommen sind, muss ein Feuerwehrmann mit ABC-Schutzanzug eine verstrahlte Person ins Dekontaminationsfahrzeug führen. Okay, anscheinend kann er doch die Person nicht aufnehmen. Ah, das ist doof. So, da ist das Feuer gelöscht. Wir müssen aber jetzt hier auf der Seite noch unbedingt den Waldbrand löschen. Alles klar. Irgendwie brennt es da aber optisch noch auf den ersten Blick, aber anscheinend nicht. So, wir müssen das Feuer auch noch unter Kontrolle kriegen. Plus hier hinten brennt noch ein LKW. Der andere LKW brennt da auch noch. Da brauchen wir auf jeden Fall noch einen Rüstwagen hier. In Ordnung. Erledigt. So. Wir müssen in das Gebäude rein, haben wir gehört. Erwarte Befehle. Ja? Bin bereit. Zu Befehl. Bin bereit. Bin bereit. Wird gemacht. Ja? So. Das Löschflugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt gemacht. Wieder einsatzbereit. Verstanden. Höre. Ja? Das ist gute Löschflugzeug. Ich bin überlegen, ob ich es gerade nochmal hole. Bin bereit. Alles klar. Und wir das nochmal hier drüber jagen. Zu Befehl. Erwarte Befehle. Hab ich nicht auch die Rettungshelikopter hier irgendwo hergeschickt? Da hinten, alles klar. Bin bereit. Die können ja theoretisch schon mal landen. Bin dabei. So, der Techniker kann sich mal darum kümmern. Bin bereit. Verstanden. Und ihr kümmert euch mal um die ganzen verstrahlten Leute hier. Das sind nämlich einige. Das sind einige. Ja, alles klar. Höre. Sofort. So, da wird fleißig gelöscht. Das finde ich schon mal gut. Bin dabei. Das ist schon mal eine gute Sache. Bin bereit. Erwarte Befehle. Huiuiuiui. Da haben wir noch einiges zu tun. Da haben wir einiges zu tun. Höre. Jawohl. Sie haben die Gasleitung repariert. Sofort. Wir können die Türen jetzt mit Hilfe eines Feuerwehrmannes öffnen. Verstanden. Erwarte Befehle. Wir können die Türe mit Hilfe eines Feuerwehrmanns öffnen. Gut, dann machen wir das doch direkt, weil wir müssen drinnen auch noch löschen anscheinend. Hab ja sonst nichts zu tun. Erwarte Befehle. Bin dabei. Ich hab ja sonst nichts zu tun. So, da Verstanden. Ist auch noch eine Person. Ich will gerade mal wieder die Automatismen einschalten. Die habe ich ja die ganze Zeit schon in der Kampagne an, weil es einfach angenehmer ist. Ja. Kümmere ich mal um die Person. Jawohl. Plus hier haben wir auch noch eine Person aufgenommen. Höre. Kümmere ich mal um die Person. Wird erledigt. Was geht's? So, dann schlag mal die Tür auf. Hinten ist soweit alles gelöscht. Wir müssen aber auch noch den
Fahrer aus dem Fahrzeug befreien. Da habe ich einen Rüstwagen noch auf dem Weg. Was geht's? Ich kann auch gerade mal hier den einen Feuermann nehmen und da hinten hinschicken. Achtung, am Reaktor hat sich eine radioaktive Wasserdampfwolke gebildet. Der Wind treibt sie in nordöstlicher Richtung zum Wannsee-Badestrand. Sie haben alle in Gebäuden eingeschlossenen Personen befreit. Was gibt's? Wird gemacht. So. Ja super, aber es hat sich wieder eine radioaktive Wolke gebildet, die sich jetzt über die Map bewegt anscheinend. Das Löschflugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Das ist natürlich bitter. Ich habe jetzt gerade meine Feuerwehrleute schnell wieder einsteigen lassen. Das ist natürlich echt bitter. Bin bereit. In Ordnung. Ja, kein Problem. Erwarte Befehle. Ja. Ja, die bewegt sich jetzt über die Map. Das ist natürlich echt bitter. Bin bereit. In Ordnung. Na, solange sie meine Rettungskräfte nicht erwischt, ist alles gut. Kein Problem. Jawohl. Aber wir werden jetzt die ganze Zeit über die Map hier fahren müssen und Leute dekontaminieren müssen. Das ist natürlich nicht ganz so positiv, sagen wir es mal so. Höre. Sofort. Achtung. Wir müssen uns sofort um alle Opfer des Unfalls kümmern. Sonst ich bin dabei. Ich bin dabei. Ist in Arbeit. Ich bin dabei. Was geht's? Was geht's? Bin bereit. Erwarte Befehle. Bin so, das sind die aus dem Gebäude rauskamen. Sie haben den Fahrer aus dem Fahrzeug geschnitten. Versorgen Sie ihn jetzt. Ja, sonst noch Wünsche? Ich habe ja sonst nichts zu tun, alles gut. Ist in Arbeit. Bin bereit. Ich habe ja sonst nichts zu tun. Bin bereit. Ja, bin bereit. Und deswegen kümmere ich mich jetzt gleich auch um die ganzen Leute, die hier verseucht sind oder verseucht werden. Ja, jawohl. Oh Mann. Bin bereit. Was gibt's? Was gibt's? So, da hinten brauchen wir auch noch eine Person. Achtung, ja? Die radioaktive Wasserdampfwolke nähert sich dem Badestrand. Dort befinden sich noch Personen, wir müssen sie da wegholen. Wir sollten einen Polizisten mit Megafon dafür einsetzen. Der Einsatz könnte scheitern, wenn so viele Personen radioaktiv verstrahlt werden. Ja, gut zu wissen. Oh Gott, da sind ja echt viele. Das schaffe ich doch nicht mehr rechtzeitig. Ich habe das nicht ernst genommen mit der Meldung. Höre. Alles klar. Mal gucken, ob der Einsatz scheitert. Das wäre dann der erste. Das wäre dann der erste tatsächlich. Was gibt's? Was gibt's? Wird gemacht. Was gibt's? Bin dabei. Aber das wäre voll fies, wenn er deswegen scheitert. Bin dabei. Ich meine, die kann ich jetzt nicht mehr da wegholen. Da muss ich unbedingt gleich ein Fahrzeug hinschicken und mich darum kümmern. Bin bereit, höre. Erwarte die kriege ich da nicht mehr weg. Erwarte Befehle. Die kriege ich da nicht mehr weg. Um Einsatz fehlgeschlagen. Personen kontaminiert werden, jawohl. Sollen wir sie von radioaktiven Bereichen fernhalten. Das ist ja doof. Okay, wir starten einfach nochmal durch. Ein LKW ist in den Reaktor am Wannsee gerast und hat dort eine Explosion ausgelöst. Und wir gehen genauso vor wie eben. Wir gehen genauso vor wie eben. Nur, dass ich jetzt die Personen von dem Strand da wegführe, wohin auch immer. Die Wolke wird noch dargestellt gerade. So, wir brauchen auch das Fahrzeug für die. Für das Löschflugzeug. Bringen Sie die Lage vor Ort unter Kontrolle. In Ordnung. Das ist halt echt beschissen mit dieser Wolke. Hat sich ein radioaktiver Bereich gebildet. Nur Feuerwehrmänner mit ABC-Schutzanzügen können sich in diesem Bereich gefahrlos bewegen. Wir sollten unsere restlichen Einsatzkräfte von diesem Bereich fernhalten. Und so, wir tun auch das alte Fahrzeug mal herschicken. Achtung, die Forscher am Reaktorgebäude sind radioaktiv kontaminiert und werden immer schwächer. Wir müssen die defekte Gasleitung schnell reparieren und den Eingang öffnen. Wo soll ich denn die Leute hinführen? Das ist so eine Sache, ich weiß nicht wohin mit denen. Unser Ingenieur muss die defekte Gasleitung vor dem Reaktorgebäudeeingang reparieren. Erst dann können wir die im Gebäude eingeschlossenen Personen befreien. Kein Problem. Wir sollten ein Dekontaminationsfahrzeug anfordern, kein Problem, damit wir die mit radioaktiven Teilchen in Berührung gekommenen Personen dekontaminieren können. Ja, klingt nach einem Plan. Wir benötigen einen Ingenieur, der die defekte Gasleitung ausschalten kann. Im Innern des Reaktorgebäudes befinden sich noch eingesperrte Personen. Wir können sie erst befreien. Das ist eine richtig miese Aufgabe mit dieser Chemiewolke hier, mit der radioaktiv verstrahlten Wolke. Ich meine, so wäre es ja an sich kein Problem, aber dass hier jetzt die 1000 Schaulustigen stehen und dazu gucken, wie die Wolke auf sich zukommt, ist, ja, keine Ahnung. Muss nicht unbedingt sein.
So, das Löschflugzeug war angeblich da. So, dann fangt mal an, das Gebäude abzulöschen. So schnell wie möglich. Bin bereit. Zu Befehl. Höre. Kein Problem. Bin bereit. Na, die Hubschrauber sollen auch mal landen. DLKs auch sofort hier zum Gebäude löschen. Bin bereit. Austretende radioaktive Teilchen beseitigt. Solange das Gebäude brennt, ist der Bereich um den Reaktor herum nicht sicher. Rüstwagen brauchen wir auch. So. Sofort. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Wir sollten einen anderen Bereich auswählen, um zu platzieren. Okay. Erwarte Befehl. Wird gemacht. Erwarte Befehl. Ist in Arbeit. War das Löschflugzeug, das war doch da, das hat doch gelöscht, oder? Höre. Ja. Irgendwie hat es diesmal nichts gebracht. Das ist natürlich doof. Es ist natürlich echt doof. Höre. Das Reaktorgebäude brennt nicht mehr. Es besteht keine Gefahr mehr durch radioaktive Strahlung. Das Gelände ist sicher. Was gibt's? Das Gelände ist sicher. Hihihihi. Spaßvogel. Ja. Um Personen zu dekontaminieren, die mit radioaktiven Teilchen in Berührung gekommen sind. So, wir müssen jetzt zwei Brände hier hinten in Kontrolle kriegen. Okay. Was geht's? Wird erledigt. Das Löschflugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Löschflugzeug ist einsatzbereit, finde ich gut. Dann hole ich das gerade nochmal her. Unsere Feuerwehrmänner können sich mit Hilfe der ABC-Schutzanzüge im radioaktiv verstrahlten Bereich bewegen, ohne kontaminiert zu werden. Der radioaktiv verstrahlte Bereich. So, haut da nochmal ein bisschen was drauf. Ja. Bin bereit. Erwarte Befehle. Erwarte Befehle. Was geht? Verstanden. So, der Techniker muss jetzt unbedingt alles abstellen. Jawohl. Was geht's? Alles klar. Erwarte Befehle. Sofort. So, Rüstwagen wäre auch da. Gut, dann gehen wir mal an die Arbeit. Okay. Kein Problem. Gehen wir mal an die Arbeit. Verstanden. Was geht's? Und dekontaminieren mal die ersten Personen. Ja. Okay. Was geht's? Höre. Sie haben die Gasleitung repariert. Wir können die Türen jetzt mit Hilfe eines Feuerwehrmannes öffnen. Höre. Ja, ich will die Tür eigentlich gar nicht öffnen, weil ich, wie ja gesagt, ich muss ja hier ganze Personen noch wegbringen. Ich weiß nicht mal wohin. Bin bereit. Ich wüsste nicht, wo ich die hinführen soll. Vor der Wolke her die ganze Zeit. Was geht's? Keine Ahnung. Zu Befehl. So. Na gut, wir müssen ja eh durch. Sofort. Ich habe ja dann noch ein bisschen Zeit, wenn die Tür auf ist. Was gibt's? In Ordnung. Bin bereit. Verstanden. Bin bereit. Die Stelle ist für uns nicht erreichbar. Ah, da hat noch eine Person in der Hand, alles klar. Zu Befehl. Das ist nicht der Rüstwagen. Ich hätte gern einen Rüstwagen hier, der mir die Person aus dem Fahrzeug mal rausschneidet, die für diese ganze Katastrophe jetzt zuständig ist. Höre. Achtung, alles klar. Es sind immer noch Personen in einem brennenden Gebäude eingeschlossen. Sie sollten einen Feuerwehrmann mit einer Axt ausrüsten und ihn die Tür. Da soll noch eine Person mitkommen. Wir gehen spazieren. Ich weiß zwar nicht, wohin wir laufen, aber wir laufen jetzt einfach mal hierher. Wir laufen einfach mal dahin. Befehl. Bin dabei. Das Löschflugzeug hat Wasser aufgenommen und ist jetzt wieder einsatzbereit. Na, brauchen wir nicht mehr. So, macht mal die Tür auf. Bin bereit. Wird erledigt. Was geht's? Zu Befehl. Ja? Alles klar. Ja? So. Okay. Wird gemacht. Wie sieht's hier hinten aus? Rüstwagen ist da. Ja? Okay. Wir haben alle im Gebäude eingeschlossenen Personen befreit. Weiter wird gemacht. Erwarte Befehl. Bin dabei. Höre. Wird erledigt. Höre. Jawohl. Bin bereit. Zu Befehl. Jawohl. Bin bereit. In Ordnung. Höre. So, gehen wir gerade mal dahin. Erwarte Befehle. Sollen wir hier die Richtung dackeln oder da? Ist auch in egal. Ordnung. Was gibt's? Okay. Bin bereit. Bin dabei. Erwarte Befehle. Wird gemacht. Ja. Okay. Ja. Achtung. Am Reaktor hat sich eine radioaktive Wasserdampfwolke gebildet. Schön. Sie haben den verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug geschnitten. Versorgen Sie ihn jetzt. Ja, machen wir. Machen wir gleich. Ich schicke mal jemand hinter. In Ordnung, okay. Er kann die Person aufnehmen.
Ja, die radioaktive Wolke fliegt jetzt wieder hier die Richtung. Haben wir da noch irgendwo Leute rumstehen? Ich sehe jetzt eigentlich keine mehr. Ja, ich laufe ja gerade spazieren mit den ganzen Leuten hier hinten. Ob die dann aus dem Gefahrenbereich raus sind, ich habe keine Ahnung. So, wie sieht's hier hinten aus? Feuer ist gelöscht. Sehr schön. Wir müssen uns sofort um alle Opfer des Unfalls kümmern, sonst riskieren wir, dass der Einsatz scheitert. Was gibt's? Das ist mir klar, aber ich habe halt nur eine Maus und habe nur zwei Augen und habe nur einen Monitor. Höre. Bin bereit. Jawohl. Erwarte Befehle. Höre. Verstanden. Wird gemacht. Erwarte Befehle. Ja, ja, ja. Bin bereit. Das ist echt kein schöner Einsatz. Das ist echt kein schöner Einsatz. Eine dekontaminierte Person wurde wieder verstrahlt. Verstanden. Wir müssen darauf achten, dass Personen außerhalb vom radioaktiven Bereich dekontaminiert werden. Sonst besteht die Gefahr, dass sie erneut dekontaminiert werden müssen. Das ist mir klar. Ist in Arbeit. Ja. Aber was will ich machen? Jetzt muss ich da hinrennen und die Person da holen. In Ordnung. Bin bereit. Wird erledigt. Bin dabei. So, der Notarzt wäre schon mal fertig mit der Arbeit. Ja. Ja, hier kommt irgendwie gerade keiner hin und holt den. Doch jetzt. Was geht's? In Ordnung. Das ist echt mal. Der Einsatz ist mal gut. Der ist mal gut. Okay, es sind da zwei Leute. Da rennt jetzt gerade noch ein Dritter durch die Wolke durch. Wenn jetzt gleich wieder der Einsatz deswegen scheitert, obwohl ich es nicht wirklich beeinflussen kann, dann kriege ich Krämpfe. Kriege ich Krämpfe. Höre. Erwarte Befehle. So, ich hoffe mal von den Rettungswagen, die Leute, die arbeiten jetzt mal einigermaßen gut. Hier haben wir auch noch die Besatzung drin. Da habe ich erstmal gewartet gehabt, bis die Wolke quasi vorbei ist. Transportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. So, der erste Rettungswagen fährt weg. So, das ist der Fahrer. Den müssen wir auch unbedingt jetzt uns mal anschauen. Erwarte Befehle dabei. Müssen wir uns unbedingt anschauen. Was gibt's? In Ordnung. So, ihr Notärzte, ihr steht da rum und langweilt euch. Hier liegen noch, glaube ich, genug Leute rum. Sofort. Höre. Die ein bisschen Liebe brauchen, ein bisschen Zärtlichkeit. Erwarte Befehle. Kein Problem. So, wie sieht's jetzt hier hinten aus? Ich glaube, soweit gut, aber wenn die Wolke halt weiterfliegt, dann kriege ich halt am Ende doch wieder irgendwo Probleme bestimmt. Ich glaube, die geht uns noch ein paar Mal auf den Sack heute. Das könnte noch interessant werden. So, wir brauchen auch ein Abschleppfahrzeug für das Fahrzeugwrack hier hinten. Verstanden. Anscheinend. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Ja? Ja? Höre. Wird gemacht. Okay, da kommt der verletzte Fahrer. Ja. Wir haben genug Notärzte parat stehen. Für den Ernstfall. Okay, so weit, so gut. Bin bereit. Sofort. So weit, so gut. Ja. Kein Problem. Jawohl. Ja. Höre. Bin dabei. Ja. Bin bereit. Kein Problem. Höre. Verstanden. Ja. In Ordnung. Er war in Arbeit gemacht. Bin bereit. Ist in Arbeit. Gute Arbeit. Ja. Zu Befehl. Erwarte Danke. Befehle. Entschuldigung. Ja, ich hoffe, wir sind hier aus dem Bereich von dieser ekligen Wolke raus. Okay, die fliegt jetzt hier gerade drüber. Ja, wenn wir Glück haben, kommen keine Leute mehr da. Erwarte Befehl, ist in Arbeit. Okay, Hubschrauber hebt ab. Da ist der Notarzt dran bei der Person. Die bewegt sich auch noch ein bisschen, die lebt also noch. Was gibt's? Ich fahr mal hier hin, wo die Wolke hinfliegt mit dem einen Dekon. Erwarte Befehle. Ja? Okay. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Rettungswagen. Wie viel brauchen wir denn? 1, 2, 3. Würde ich sagen. Müsste reichen. Was gibt's? Ja, das uralte Fahrzeug kann auch weg. Was gibt's? Ja, war halt doof, dass es einmal gescheitert ist. Ich habe die Wolke nicht ernst genommen. Ich habe nicht gedacht, dass hier hinten wirklich so viele Leute stehen, dass es dann scheitert. Ich habe mir gedacht, okay, da stehen vielleicht jetzt 2, 3 rum in der Zugrichtung und dann muss ich die halt nachträglich nochmal dekontaminieren. Das ist ja nichts Schlimmes. Das ist ja nicht so wild.
Ja, dass es aber dann tatsächlich so viele sind, dass der Einsatz direkt fehlschlägt, ist natürlich fies. Na gut. Nächstes Mal soll ich das vielleicht ernst nehmen, die Meldung. Aber egal. Aber der Einsatz hat wenigstens mal eine gute Schwierigkeit. Das gefällt mir. Der Einsatz hat mal eine gute Schwierigkeitsstufe. Ja, die anderen waren ja alle ziemlich easy, ziemlich leicht. Aber so ist gut. Auch wenn der Einsatz ein bisschen Autobahnpolizeimäßig war. Das ist der Grund. Aber gut. So, wir haben alle Personen behandelt. Müssen aber noch alle abtransportieren. Genauso wie das Fahrzeug wrackt. Das wird gerade abtransportiert. Bin bereit. Sofort. Jetzt kommen die ganzen Rettungswagen langsam an. Höre. Ja? Verstanden. Höre. Kann auch die Notärzte so langsam schon mal wegschicken. Brauchen wir auch nicht mehr. Wird erledigt. Der eine Polizist, ja? Den kann ich hier auch mal endlich entlassen. Der kann auch zum Fahrzeug zurück. Alles klar. So, aber die Wolke ist, glaube ich, weg. Finde ich gut. Finde ich gut, aber nee, war echt knackig der Einsatz. Doof, dass es einmal fehlgeschlagen ist, weil ich die eine Meldung mit dieser Wolke nicht ernst genommen habe, weil ich mir gedacht habe, okay, so viele verletzte Personen kriegen wir schon nicht zusammen. Falsch gedacht. Die haben tatsächlich die Mission mal ein bisschen schwerer gemacht. Tatsächlich mal. So, kann weg. Erwarte Befehle. Bin dabei. Einsteigen. Was gibt's? Einsteigen. Zu Befehl. Was gibt's? Wird erledigt. Was gibt's? Wo lauft ihr hin? Zu welchen Rettungswagen? Nur mal so zu dem. Okay. Der Rettungstransportwagen bringt das Opfer zur Krankenstation in der Basis. Alles klar. Ja? Zu Befehl. Bin so, der Notarzt kann weg. Ja? Der Rettungswagen kann auch in wenigen Sekunden weg. Der Notarzt kann auch weg. Das Dekon kann weg. Ansonsten habe ich, glaube ich, alle Fahrzeuge jetzt weggeschickt, die ich nicht mehr brauche. Ja. Jawohl. Dann müssten wir es geschafft haben. So, die Polizei kann auch weg. Wir haben es geschafft. Ja, wird gemacht. Ja, war schon ein bisschen anstrengender. Aber ging irgendwie. Hätte ich die eine Wolke direkt zu Anfang ernst genommen, hätte mich drum gekümmert, dann wäre gar kein Problem gewesen. Aber so, naja, halt einmal gescheitert. Aber ist ja nicht schlimm. Sie haben alle verletzten Personen versorgt und abtransportiert. Gut gemacht. Strahlender Held. Errungenschaft freigeschaltet. Erfolgreich abgeschlossen. Held der Kampagne. Sie haben alle Opfer des Reaktorunglücks gerettet, dekontaminiert und versorgt. Alle Brände gelöscht und alle weiteren Gefahren gemeistert. Weiter so. Gold gibt es nicht, oder? Doch, gibt Gold, alles klar. Sehr schön. Oh, es gibt einen Polizeihund, sicher gerade erst. Wir sind anscheinend durch mit der Emergency 5 Kampagne. Sehr cool. Dann geht's jetzt quasi weiter mit Emergency 2016. Ja, cool. Also Emergency 5 Kampagne haben wir abgeschlossen. Dann würde ich sagen, war es das für die Folge. Wir starten dann in der nächsten Folge durch mit der Emergency 2016 Kampagne und dann mit der Emergency 2017 Kampagne. Ich hoffe, euch hat die Kampagne gefallen. Falls ja, lasst eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Gerne auch dem Discord-Server beitreten. Und über eine Kanalmitgliedschaft würde ich mich auch sehr, sehr, sehr freuen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.